Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within. Naja, ich habe gerade einen Haufen Harpunenbolzen gemacht und da liegt natürlich eine. Wie soll es denn noch anders sein? Haben wir da hinten irgendwas? No. Okay. Vielleicht kann ich sie nochmal holen später, wahrscheinlich nicht, aber ist egal. Gehen wir einfach weiter, was soll's. Gut, wir haben hier den nächsten Stein. Den holen wir uns da raus. Ich habe keine Munition mehr. Ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Kein Schlüssel, nichts mehr. Also es ist schon zum Heulen. Kontrollpunkt, ja. Das habe ich auch befürchtet. Aber ich werde trotzdem einmal noch Safe Room gehen. Sie sehen gar nicht gut aus. Ja, danke. Sie wurden erwartet. Ja. Wie viel haben wir? Wie viel? Ja, das geht. Vielleicht können wir uns noch was Gutes tun. Ja. Für Gesundheit, Ausdauer oder so geht nichts. Ne? Das ist alles viel zu teuer. Wie schaut es waffentechnisch aus? Geht hier noch irgendwas? Hier Genauigkeit. Crit geht nimmer. Genauigkeit. Das wäre hier mal nicht schlecht. Das gibt es hier wahrscheinlich nicht. Feuerrate könnte man machen. Ja, warum eigentlich nicht? Oder? Oder? Oder haben wir hier noch was Gescheiteres? Scharfschützengewehrmunition plus 1. Ehrlich gesagt, ja. Machen wir so. Ja. So, Reserve ist gut. Passt. Achso, wir hätten noch 1300. Hoppala, Entschuldigung, das war zu früh. Da war ich zu früh. Ich wollte noch schauen, ob vielleicht doch noch was geht. 1300 ist. Ja. Vielleicht hier hinten. Qualbolzen waren aber alles über 2000, ne? Also ab. Da geht es uns, glaube ich, nirgends mehr, wo mir was, ne? Waffentechnisch. Scharfschütze. Na, ich glaube, das hätten wir dann schon. Ist egal, was wir machen, glaube ich, alles zu wenig, ne? Ja. Gut, dann habe ich das gesagt. So, dann einmal noch flott die Karotte speichern. Hallo. Hier bitte. Ja, bitte. Boah, wie. Gut. Zeitschrift ist nix. Da oben ist auch nix. Passt. Dann hauen wir wieder ab. Boah, ey. Ich bin so angeschlagen. Ich habe jetzt eine sehr böse Vorahnung. Na dann. Okay. Wofür ist das? Alter, mein Herz. Sind das Minen? Was mache ich da jetzt? Ich will da jetzt raus.
Hey! Also ich hätte schon laufen sollen. Ich dachte, da kommt noch was. Alter. Seitenverkehrtes Laufen. Pfui Teufel. Das Spiel ist echt fies. Das Spiel ist echt fies und gemein. Ich habe hier nichts mehr, keine Munition, gar nichts mehr. Ich hätte vielleicht die Munition sparen sollen, ich hätte vielleicht die Viecher nicht töten dürfen. Was weiß denn ich? Kann man das jetzt überspringen? Leslie, du bist sicher. Wo ist... Kid. Kid. Kidman? Ist sie auch hier? Kid. Kid. Geht's ihr gut? Geht's ihr gut? Ihr gut. Geh zurück. Ich mach das auf. Da liegt was. Ich hätte das vielleicht später aufmachen sollen, ich Idiotin. Das auf! Geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir werden verrecken. Pass auf! Nein! Warte! Facepalm. Dieser Leslie. Ich hasse diesen Typen. Oh mein Gott. Ich werde so verrecken. Ich habe nichts mehr. Versteht's? Ich habe keine Munition. Nichts mehr. Das ist vorbei. Ich habe gar nichts mehr. Versteht's? Nichts. Aus. Aus. Ende. Fertig. Da ist vorbei. Ich schwitze. Puh. Was soll ich machen? Ich habe so Angst. Ah! Ich steck fest. Er ist so scheiße.
habe ja keine Falle und gar nichts mehr. Ha? Na! Nein! Warum? 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 Ich bin da nicht mal draufgetreten. Ich hasse dieses Spiel. Von ganzem Herzen. Echt, jetzt ist der Punkt schon erreicht, wo ich es hasse. Dieses Mistspiel. Echt. Und dich, Arschloch, hasse ich ja meistens. Duck, dass ich auch noch dieser Misttrotzkerl, Depp, Dreck. Wirken die bei ihm jetzt nicht? Da war was. Warum? Warum muss ich die jetzt entfernen, entschärfen? Muss ich denn jetzt echt umbringen? Wie soll ich denn das machen? Wie bitte soll ich denn umbringen? Mit was? Ich habe nichts mehr. Ich habe zwar gesehen in dem einen Käfig da, ne? Da gab es Munition, aber... Boah, ich mag das. Ich mag nicht mehr. Echt, ich mag nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Boah. Ich habe wirklich keinen Bock mehr auf dieses Spiel, echt. Das macht mich krank, muss ich schon sagen. Du kannst nämlich nichts nachladen, du kannst gar nichts machen. Ein Schuss! Und dann verschieße sie. Ah, ich liebe dieses Spiel nicht. Dein Ernst? Hä? Da bin ich nicht richtig. Da bin ich richtig. Die Kurbel kann ich nicht nehmen, oder was? Hä? Was muss ich jetzt machen? Wo muss ich jetzt hin? Da. Du kannst nichts. Ja, und jetzt? Du kannst nichts. Ich sag's ja immer wieder. Wo muss ich da, was muss ich denn jetzt noch machen? Brauche ich jetzt diese scheiß Kurbel? Hallo?
Ich komm da nicht mehr mit. Hä? Hätte ich das zuerst machen sollen hier? Ich käme nicht aus. Ich sehe nichts mehr. Ich verreck. Ich käme nicht aus und ich verreck. Ich stehe. Bring mich um. Es ist eh egal. Ich käme mich da nicht aus. Echt. Was? Wohin? Was? Boah. Dieses Spiel. So ein Dreck, echt. Ja, natürlich muss ich das nochmal machen. Dein Ernst jetzt? Ma, ey, das ist ermüdend. Das ist so ermüdend, wirklich. Wirklich sehr ermüdend. Boah, ey. Na, warst. Das ist so ermüdend. Nichts getroffen. Was? Bring ihn um, du Nichtsnutz. Ma, ich hasse es. Wirklich, ich mag das Spiel schon langsam. Ich mag es echt nicht mehr. Wirklich. Ich mag dieses Spiel nicht. Nicht mehr. Never, never, ever. Nie wieder. Null. Ich hasse es. Ma. Ich hasse dieses Spiel, echt. Ich hasse dieses Spiel, ich mag es echt nicht. Das ist mir echt schon zu doof hier, echt. Da hat man es nur mit Scheiße zu tun. Wirklich. Echt, muss ich schon sagen. Geht mir richtig schon auf den Keks. Geht mir richtig auf den Keks. Es frustriert nur mehr. Ehrlich. Muss ich schon sagen. So frustriert war ich schon lange nicht mehr, ehrlich. Ich bin sprachlos. Ich vergesse schon total, von der Aufregung zu reden. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt, oder? Au! Also das wollte ich jetzt echt nicht.
Hey, das ist die falsche. Ma, ich hasse dich. Ich hasse dich. Du Hure. Ma, ich schäme. Na, ich schäme mich echt nimmer. Keinen Bock. Echt. Boah, jetzt kommst du ein Stückchen weiter und ist wieder scheiße. Ach, ich beende mal den Part. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Desaster schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!